Unser Ego ist nur eine Illusion. In Wort ist alles eins. Alles ist mit allem verbunden. Was ist eigentlich dran an dieser spirituellen Weisheit? Über das reden wir heute. Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge Bleisch und Bossart. Heute zum Thema Meditation, Spiritualität und Yoga. Und zu meinem Aufenthalt in einer Schwitzhütte. Reden wir später noch darüber. Zuerst mal zu dieser Klangschale und zum Yoga. Geh, du machst Yoga, Barbara. Ich finde Yoga tatsächlich etwas Wunderbares. Würde aber auch immer unterscheiden zwischen Yoga als Fitness und Yoga als eine Form von spirituellem Weg oder Spiritualität, etwas Umfassenderem. Mich hat das seitlang recht aufgeregt. Und, Yoga, und du brauchst es als was? Ich finde Yoga als Fitness, so die Vorstellung, dass man irgendwie einen besonders knackigen Körper bekommt, wenn man Yoga macht, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht meins. Ich gehe lieber joggen. Bauch, Beine, Po, Yoga. Ja, genau. Genau. Und die Klangschale, für was brauchst du denn die? Ja, schon am Anfang vom Meditieren. Ich finde das etwas sehr Schönes, der Klang von so einer Schale. Meditieren tust du auch regelmäßig? Du auch? Ich würde es nicht Meditation nennen. Sondern? Ich versuche manchmal so à la Achtsamkeitsbewegung, mich so ein bisschen zu sammeln und in den Moment kommen, mich auf den Atem zu konzentrieren. Aber ich mache das nicht. Ich habe jetzt nicht in einer Matte, wo ich sitze und das regelmäßig mache. Leider. Ich glaube, es würde mir gut tun. Mhm. Yoga mache ich auch nicht. Ich mache so Stretching-Übungen à la 80er. Einfach ohne die Sonne. Du machst Bauch, Beine, Po. Ja, ich mache einfach. Ich muss so ein bisschen, einfach wie ich so gross bin. Einfach, das hat rein anatomische Gründe, damit ich nicht immer Rücken weh und Knie weh und Hüftprobleme habe. Genau. Du tönst, als wärst du 70, so ein Blödsinn. Ja, wird 40 das. Ja, genau. Mhm. Nein, eben, wir werden heute ein bisschen über das reden, vor allem über den Boom, den das erlebt. Yoga, Meditation, die Achtsamkeitsbewegung. Aber man muss vielleicht vorab sagen, wir sind überhaupt keine Spezialisten, was indische Philosophie angeht, Hinduismus, Buddhismus. Und unsere Kollegin Olivia Röllin hat eine interessante Sendung gemacht zum Thema Yoga und auch woher das Ganze kommt, was verschiedene Arten und Richtungen es gibt. Mhm. Woher kommt der Boom? Die Sehnsucht? In der heutigen Zeit. Warum ist das so ein Riesentrend geworden? Ich habe ja auch mal mit dem Mathieu Ricard geredet oder mit dem John Kabat-Zinn. Das sind so Gründer und Vorreiter im ganzen Bereich jetzt eben von der Achtsamkeit, von der Mindfulness-Bewegung. Und ich glaube auch dort, wie es beim Yoga auch so ist, es gibt wie beide Strömungen. Es gibt einerseits die wirklich einen spirituellen Weg gehen wollen, die eine Sehnsucht danach haben, in dieser sehr materialistischen, individualistischen Welt, die auf Leistung, auf Erfolg getrimmt ist, eine tiefere Dimension zu finden, vielleicht auch einen Ersatz für Religionen, die zum Teil in unserer Welt schwerer haben. Das ist vielleicht das eine. Und die anderen, die mehr sich fragen, wie kann ich meine Resilienz steigern? Wie kann ich irgendwie noch fitter sein, und zwar mental fitter sein, meine Merkfähigkeit, vielleicht auch meine Schlafqualität und so weiter, genau. Und es gibt ja viele Studien, die tatsächlich zeigen, dass das auch hilft, jetzt für den zweiten Bereich. Ja, Stress reduzieren, auch die Zerstreuung, sich sammeln, oder? Das ist ja etwas Wichtiges, in die Entspannung kommen, besser schlafen. Es gibt aber auch eine Kritik wiederum, die damit verbunden ist, oder? Es hat viele so Artikel gegeben, die gesagt haben, die Mindfulness-Bewegung, die ist eigentlich extrem positiv gemeint gsi, oder wenn man an die Ursprünge zurückgeht, von John Kabat-Zinn, ist es darum gegangen, auch Krebspatientinnen und Patienten, die palliativ betreut sind, ihnen ein Mittel an die Hand zu geben, wie sie können zur Ruhe kommen, mit diesen Ängsten umgehen, ohne jetzt vielleicht zum Beispiel noch einen Zugang zu haben zur Religion. Aber mehr und mehr ist es eben auch dann Kurs angeboten wurden von Google, von SAP, von all diesen grossen Firmen, wo wir den Eindruck bekommen haben, die wollen eigentlich ihr Personal stehlen, dass sie in den widrigsten Umständen irgendwie noch leistungsfähig bleiben. Und ich glaube, der Vorwurf an dem mag etwas dran sein, aber es ist auch wiederum überzogen. Also ich glaube, man kann beides machen. Man kann beides machen. Man kann eigentlich meditieren und irgendwie zur Ruhe kommen und Stärke sammeln und gegen die Zerstreuung und den Stress und so weiter und gleichzeitig versuchen, irgendwie engagiert zu sein und Verhältnis zu verändern. Ich finde das auch, der Vorwurf trifft nicht immer. Ich war bei einem Gespräch beteiligt, wo auch in der Stern schon Philosophie gelaufen ist, wo haben wir über die Sehnsucht Ekstase geredet. Also das Verbinden und die mystischen Erfahrungen, die man sucht, jetzt nicht nur mit Meditation, sondern zum Teil auch mit Naturerfahrungen oder mit Drogenerfahrungen. Und dort sind so ein paar interessante Motive rausgekommen. Du hast schon einen gesagt, Religionsersatz, also Transzendenz in einer säkularen Gesellschaft, scheint das immer noch ein Bedürfnis zu sein, sich irgendwie verorten in einem grösseren Ganzen. Und das andere ist Transformation. Also wenn all die
Trips denkst, die Leute machen, Ayahuasca und andere Sachen, also Drogen konsumieren, um irgendwie eine Erfahrung von einer Fremde zu haben, sich noch einmal anders zu erleben, um einen Transformations- und Veränderungsprozess durchzumachen. Mhm. Und das andere scheint mir schon zu sein, so ein Bedürfnis nach Klarheit. Also es gibt zum Beispiel auch den Trend, kein Alkohol mehr zu trinken, zum Beispiel der Dry January oder der trockene Januar. Und die Meditation verspricht ja auch so etwas, die Klarheit. Das ist immer auch eine grosse Sehnsucht von der heutigen Zeit, in dieser Reizüberflutung die Leere und die Klarheit wieder zu finden. Noch ein Element, das ich auch noch wichtig finde. Es geht in all diesen spirituellen Bewegungen nicht darum, dass man etwas leistet, sondern es geht darum, dass man berührt wird. Da kann man den Hartmut Rosa zitieren. Es geht um Resonanz. Es geht eigentlich nicht darum, dass du etwas kannst erzwingen kannst. Du trainierst auf einen Marathon, bist immer schneller, schneller, schneller. Sondern es muss auch etwas sein, wo du dich öffnest und dann passiert. Und das ist nichts Passives. Und das finde ich wichtig, die Unterscheidung. Yoga, Meditation, Spiritualität ist nicht die Idee, nichts zu tun, sondern nicht zu tun. Und dem Nicht-Tun ist etwas Aktives, während dem Nichts-Machen, Nichts-Tun ist passiv. Also es braucht extrem viel Übung und Disziplin, nur dort zu sitzen und sich nur auf den Atem konzentrieren. Ja, und trotzdem kannst du es nicht herstellen. Also es ist ein Nicht-Tun, aber trotzdem ist es auch ein dir öffnen und dann passiert etwas mit dir. Das ist ein grosser Unterschied. Das sind ja einfach Körpertechniken, die man mit eiserner Disziplin auch muss üben muss. Stunden, tagelang, monatelang, jahrelang, oder? Klar passiert dann etwas, du kannst es nicht erzwingen, aber es ist sozusagen wie, keine Ahnung, ich meine Vorhand trainiere im Tennis, irgendwann kommt der Topspin perfekt und ich kann eine Longline spielen. Ja, wie ist das bei euch? Macht ihr Yoga oder meditiert ihr? Und wenn ja, warum? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, kann Meditation ein Weg von der Erkenntnis sein? Das ist eine interessante Frage. Meditation nicht nur als Entspannung, als Sammlung, als Mittel zur Konzentration, sondern als Weg von der Erkenntnis. Und viele, die regelmäßig meditieren, beschreiben das ja so. Es fängt an mit dem Atem, nachher fängt es vielleicht alle Achtsamkeitsmeditation an, dass man eigene Gedanken und Gefühle in sich spürt, wahrnimmt, aber sie lassen wie vorbeiziehen, wie Wolken. Sich nicht mit denen identifiziert, nicht an ihnen haftet und dann irgendwie plötzlich eine reinere Form von Bewusstsein gespürt und erlebt und sich mit dem allgemeineren, vielleicht universelleren Ich oder Bewusstsein kann identifizieren. Und das scheint mir ein total spannender Gedanke zu sein, weil das ist etwas, was man in allen Kulturen findet, die mystischen Traditionen, die mystische Alleinheit, aber auch in der westlichen Philosophiegeschichte, die Idee, dass irgendwie unsere Vernunft und die Weltvernunft irgendwie zusammenhängen. Und ich glaube wirklich, wenn es so etwas wie Weisheit gibt, dann ist dort der Schlüssel dazu. Und es ist genau wie du sagst, es sind unterschiedliche Stufen. Man kann natürlich auch einfach meditieren, in der Achtsamkeitsbewegung zum Beispiel, einfach um zur Ruhe zu kommen und eine Distanz zu finden zu den eigenen Gefühlen. Das findet man ja auch in der stoischen Philosophie zum Beispiel. Also die Einsicht, dass ich nicht meine Angst bin, sondern die Angst nur ein Gefühl ist, wo ich auch mich davon distanzieren kann zum Beispiel. Die andere Idee, dass es so etwas gibt wie eine Weltseele, das ist, wie du sagst, sehr verbreitet. In der hinduistischen Philosophie heisst das Brahman, die kosmische Energie, die Allseele, Weltseele. Es gibt ganz viele Übersetzungen. Mhm. Und dann gibt es in dir innen die Entsprechung zu Brahman, das ist Atman. Die Weltseele in dir innen kondensiert. Und wenn du den Weg nach innen machst, dann hast du einen Zugang zu dir. Auch zum grossen Ganzen. Genau. Das spiegelt sich du bist wie eben nichts anderes als das grosse Ganze. Genau. Das ist ja die Idee hinter dran. Das sind schon die krassen Bilder. Ich meine, ich habe mit dem Gerd Skubel mal reden, der berühmte deutsche Philosoph, der regelmässig meditiert. Oder auch der Michael Hampe war bei uns, Philosoph, der in Zürich Professor ist. Und die beschreiben das immer ziemlich ähnlich. Das sind auch die berühmten buddhistischen Bilder vom Tropfen, wo wir sind, wo dann aber ins Meer zurückgeht und nur ein Teil von einem grösseren Ganzen ist. Oder der Hampe beschreibt das so, dass wir unsere Individualität, mein Ego, mein Ich, ist wie nur so ein Muster von Kräuselung auf der Wasseroberfläche, wo die Stange kommt durch Wind. Mhm. Aber eigentlich, wenn sich der Wind leid und ruhig wird, dann merken wir, dass das gar nichts war. Es löst sich wie auf, die Individualität in etwas grösserem Ganzen.
Und eben wirklich auch die Vorstellung, man ist Teil von etwas Größerem Ganzen. Das gibt einem ja wie auch eine Art des Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Und interessant finde ich, man nimmt oft Bezug dann auf buddhistische Traditionen, hinduistische Traditionen zu Recht. Das ist dort extrem ausgeprägt. Und dort haben die Leute ja auch einen Zugang. Eben, sie gehen zum Beispiel Yoga und dort fällt es dann irgendwie ganz einfach, so ein Mantra zu singen und in die Vorstellung vielleicht auch reinzukommen. Während es eigentlich das auch schon der christlichen Mystik gibt. Also in der Theologie oder Philosophie aus unserem Kulturkreis jetzt. Also ich finde zum Beispiel immer wieder interessant, die Sachen anzuschauen von Meister Eckhart, ein Theologe oder Philosoph aus dem 14. Jahrhundert, der die Idee hatte vom Seelenfünklein. Und das ist eigentlich nichts anderes, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also in uns allen drin ist eigentlich Gott oder das Allprinzip oder die Mutterkraft oder wie immer der allgegenwärtige Geist, wie immer du es nennen willst, ist in dir drin. Und jetzt kommt der Clou. Das war immer schon da. Also das ist weder erschaffen noch erschaffbar. Und genau aus dem Grund ist natürlich der Meister Eckhart als Heretiker angeklagt worden. Weil du musst dir mal vorstellen, wie das zusammenklopft mit der Vorstellung, dass Gott jeden Einzelnen von uns erschafft. Und auch mit der Idee, dass du zu einem Priester musst und der tut dich freisprechen von Sünden und gibt dir dann den Zugang in den Himmel. Mhm. Nein, der Meister Eckhart sagt, das ist immer schon in dir innen und ist in allen innen. Mhm. Ich kann mit dem weniger anfangen, mit der christlichen Tradition, aus verschiedenen Gründen. Ich finde aber, die buddhistischen Bilder haben für mich eine unglaubliche Sogwirkung. Ich bin nicht jemand, der spirituell irgendwie hochmusikalisch ist, im Gegenteil. Aber ich finde, das ist etwas, wo ich jetzt denke, will ich wie noch schulen und entdecken in meinem weiteren Leben, was da eigentlich dran ist. Ich bin ja von Haus aus, von Natur aus eher ein Skeptiker. So. Mm. Ich denke natürlich dann immer, okay, in dieser Meditation, in diesem Zustand, ist dein Gehirn anders durchblutet und deine Gehirnströme anders und so weiter. Das zeigen ja auch all die meditierenden Mönche. Und was heisst jetzt das? Ist das ein Fenster zu einer Wirklichkeit, wo wir sonst nicht Zugang haben? Oder ist das nur à la Schläferlappen, Epileptiker, eine schlechte Durchblutung vom raumzeitlichen Areal im Gehirn? Und ist es eine Illusion? Und ich finde, mit dieser Ambivalenz werde ich wahrscheinlich müssen leben. Und ich meine, ich kann mir es nicht vorstellen, eben, wenn du dort Erlebnisse hast. Ich habe natürlich auch so quasi mystische Erfahrungen irgendwie in extremen Zuständen, in einer Schwitzhütte zum Beispiel, oder irgendwie mit Drogeneinfluss oder was auch immer. Aber was berechtigt dich, das für bare Münze zu nehmen und zu sagen, das war eine Evidenzerfahrung und ich habe dort etwas gesehen und etwas erfahren über die Welt und über mich selber? Aber das kann ich nur total bestätigen. Die Frage treibt mich auch um. Und gerade wenn du von dieser Ekstase erzählst, Schwitzhütte und die drogeninduzierten oder substanzinduzierten Zustände, dort fragt man sich das ja auch. Wenn du einen LSD-Trip machst und du siehst irgendwie die Welt ganz bunt, ist das die echte Welt oder ist das ein Hirnkino? Dort liegt es neu, oder? Und bei der Meditation würdest du sagen, okay, der hat keine Substanzen eingeworfen und so weiter. Der hat sich in einen reinen Zustand begeben. Der sieht etwas klarer als die anderen, oder? Was ja auch nicht garantiert ist. Was mir einfach extrem gut gefällt, wenn man so mal von der spirituellen Seite aus schaut, die Idee von dieser Allwelt und alles ist mit allem durchdrängt. Ist alles miteinander verbunden? Das ist schon eine grosse Frage. Also die spirituellen Erlebnisse, die quasi mystischen Erlebnisse, sind oft Erlebnisse, wo man merkt, man ist Teil von einem grösseren Ganzen und alles ist miteinander verbunden oder verwandt. Ich durfte also ein schönes Erlebnis haben in einer Schwitzhütte. Ich habe den ganzen Tag gebraucht. Wir sind zusammengesessen und haben ein grosses Feuer gemacht, grosse Steine rein, haben so eine Hütte aufgebaut mit Tüchern. Wir sind nachher dort hineingesessen, es ist ganz dunkel und dann kommen die glühenden, rote, glühende Steine vom Feuer kommen hier auf einer Mistgabel dort rein. Es ist eigentlich wie eine Sauna, im Freien, in der Natur draussen. Aber es ist sehr ritualisiert, also das, was du gesagt hast. Oder? Und bei jedem Stein, der reinkommt, sagst du den Spruch, alles ist mit allem verwandt. Wirklich? Ja, es ist wie ein Mantra. Mhm. Du sagst dir das und so weiter. Und die Versuchsleiterin, sie, die das gemacht hat, hat dann auch die Bilder natürlich evoziert und gesagt, wo sind wir gerade im Moment? Wir sind hier in der Natur, da draußen sind Tiere, der Mond steht am Himmel und so weiter. Und hat versucht, wirklich all die Bezüge, dich zu verorten und die Vernetzung herzustellen, die du dann auch spürst. Es hat etwas mega Tröstliches, oder nicht? Es hat etwas sehr Tröstliches und irgendwie auch etwas Realistisches. Also wenn du dir mal überlegst, weißt du, so Zusammenhänge, wie sehr wir auch abhängige Wesen sind. Also wir tragen da, weiss nicht, wie viele Kilo Bakterien mit uns herum, haben ein Mikrobiom. Alle Energie kommt letztlich von der Sonne, auch jeder Baum, jedes Holz, das du verbrennst. Also das Feuer, das wir gemacht haben aus dem Holz, und nachher
die Energie, die in den Steinen war, ist letztlich von der Sonne. Auch wir sind ja nichts anderes wie Sternenstaub, heisst es manchmal so schön. Genau, das hat das auch der James Bridle zum Beispiel, der kürzlich bei uns war, oder? Die Verbundenheit, die Vorstellung, es gibt eigentlich kein neues Element. Also auch die Sachen, die wir als künstlich bezeichnen, sind letztendlich natürlich, wenn du so willst. Weil sie bestehen aus dem, was wir hier haben. Also unsere Tastaturen, die wir darauf rumtippen, sind eigentlich gestorbene Dinosaurier, die dann nachher in Öl gegossen worden sind. Und dann nachher... Ja, aber das haben wir, die Perspektive haben wir wirklich im Alltag nicht präsent, die allermeisten, glaube ich. Und so ist es ja ganz naturwissenschaftlich gewendet. Da hat ja dann nichts mehr zu tun mit Mystik oder irgendetwas. Genau. Der mystische Gedanke ist ja wirklich viel mehr, dass das Ganze ein kosmisches Prinzip ist, das noch sehr viel grösser ist. Und ganz egal, wie man es jetzt wendet, ob man es jetzt mehr materiell denkt oder mehr das Geistige denkt, ich glaube, die Idee von der Verbundenheit macht etwas mit Blick auf Verantwortungsgefühl und Moral. Und das, finde ich, kann man sehr schön lernen, beim Bruno Latour, einem französischen Soziologen, der gestorben ist im letzten Herbst. Es gibt ein letztes grosses Gespräch. Wir haben schon mehrere Mal darüber geredet, weil wir, glaube ich, beide einfach sehr berührt waren von diesem Gespräch. Kann man auf Arte noch nachschauen. Von Nicolas Truon hat ihn noch mal interviewt. Und dort redet er, glaube ich, im siebten Teil über das Gaia-Prinzip. Das war ein Buch auch beim Latour, wo er erzählt, dass für ihn das einen grossen Unterschied macht. Denken wir nachher über die Welt, der Planet, dir, die Menschen als eine Verbundenheit, als etwas, das zusammengehört, dann sind wir schnell auch in einer Idee, in der wir miteinander Sorge tragen. Uns gehört nicht der Planet, wir können den nicht uns untertan machen, sondern wir sind verwoben. Und abhängig davon. Und sehr, abhängig. Sehr abhängig, ja. Genau. Mhm. Und das gibt uns auch eine spezielle Verantwortung dafür. Und ich glaube tatsächlich, es gibt viele so spirituelle Bewegungen, die auch eigentlich sehr sorgfältig über Verantwortung nachdenken. Und das ist dann etwas total anderes, wie vielleicht auch der Ego-Trip, der daraus entstehen kann, dass man einfach sich selber optimieren will. Es gibt ja auch, das ist wirklich etwas total anderes. Genau, aber es gibt auch in der Meditationspraxis im Buddhismus spezielle Arten von Meditationen. Meta-Meditation. Genau, wenn ich richtig informiert bin, die versuchen genau die Empathie, das Mitgefühl, die Form von Perspektivenwechsel und sich bewusst machen, dass das andere eigentlich ein Teil von mir ist und umgekehrt. Den Gedanken zu kultivieren. Ja. Und ich glaube, das verändert dann natürlich auch das Leben und das ethische Verhalten. Ja. Und ich glaube, wir müssen unbedingt noch sagen, der Umkehrschluss stimmt natürlich nicht. Die Leute, die nicht glauben an die Verbundenheit, die gar nicht spirituell sind, können trotzdem selbstverständlich sehr viel Verantwortung übernehmen für die Umwelt, für die Natur und so weiter. Also es ist keine irgendwie jetzt These in die andere Richtung. Ich glaube, letztlich kann man sagen, dass das eine der schwierigsten Fragen überhaupt ist. Was ist überhaupt Bewusstsein und wie hängt ich und die Welt zusammen? Eine grosse metaphysische Frage. Aber ich glaube, die grosse Sehnsucht dahinter, die hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Vielleicht können wir das Fazit wagen, dass die Sehnsucht nach Verbundenheit, nach einem Gefühl von Aufgehobensein und Alleinheit mit unserer individualistischen Zeit zu tun hat. Ja, welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen mit Hilfe von Meditation oder auch von Yoga? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, findet ihr hier zwei Gespräche. Eins zum Thema Sehnsucht, Ekstase und eins mit dem Autor und Künstler James Bridle.